Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man eine Custom Audience bei Facebook erstellt. Dazu gehen wir mal direkt in Facebook rein und dann gehst du in deinen Facebook Business Manager. So. Das lädt noch ein bisschen und jetzt sehen wir hier oben die drei Striche und werden mal alle Tools hier öffnen und gehen dann auf Zielgruppen. So, und hier bei Zielgruppen hast du jetzt die Möglichkeit, eine Zielgruppe zu erstellen. Und zwar entweder eine Custom Audience, eine Lookalike Audience oder Zielgruppe für spezielle Anzeigen Kategorien. Wir wollen heute eine Custom Audience erstellen. Wie man eine Lookalike Audience erstellt, zeige ich dir in einem anderen Video. So, wir klicken auf Custom Audience erstellen und jetzt kannst du verschiedene Quellen verwenden, zum Beispiel deine Webseite. Dazu ist es wichtig, dass du den Facebook-Pixel auf deiner Webseite installiert hast. So, auch dazu findest du auf meinem Kanal ein weiteres Video, wie man den Facebook-Pixel installiert. So, du kannst eine Kundenliste hochladen. Hast du zum Beispiel eine eigene E-Mail-Liste, zum Beispiel bei Clicktip, dann kannst du diese hier bei Facebook hochladen. Facebook gleicht deine Liste mit Facebook-Usern ab und die, die dann zusammenpassen, die hast du dann in deiner Custom Audience. Vermarktest du eine App, dann kannst du App-Aktivitäten hier als Custom Audience anlegen. Offline-Aktivitäten kannst du dann entsprechend, auch wenn du es in einer Excel-Liste oder ähnlichem hast, importieren. So. Facebook-Quellen, du kannst zum Beispiel auch eine Custom Audience von einem Video machen. Du kannst, wenn du zum Beispiel ein Video hast, was viele Klicks bekommen hat oder was viele Leute sich anschauen, dann kannst du sagen, ich möchte eine Custom Audience machen von diesem Video, was sich mindestens 50% der Leute angeguckt haben oder also 50% von dem Videoinhalt, ne, der Videolänge. Oder du kannst sagen 95% oder 90%, was sich die Leute angeguckt haben. Also dann hast du die Leute in deiner Liste, die sich mindestens 90% deines Videos angeschaut haben. Man kann eine Custom Audience erstellen von einem Lead-Formular, wenn du beispielsweise Lead-Ads benutzt. Oder du hast eine Instant Experience, das ist so ein optimierte zusätzliche Seite bei Facebook. Da kannst du auch eine Custom Audience erstellen oder eben von einer Facebook-Seite, ne? Von Veranstaltungen oder von deinem Instagram-Business-Profil. Wir gehen jetzt auf Webseite und können hier oben dann entsprechend den Pixel auswählen und hier können wir auch auswählen alle Webseitenbesucher, Personen, die bestimmte Webseiten besucht haben. Ja, oder du kannst hier Events auswählen, zum Beispiel einen Kauf, wenn du E-Commerce-Shop oder sowas hast, oder dann kannst du das auch auswählen. So, wenn wir sagen, alle Webseitenbesucher, dann kannst du die Webseitenbesucher der letzten 30 Tage oder der letzten 90 Tage eben entsprechend in die Custom Audience packen. Möchtest du jetzt zum Beispiel nur eine bestimmte Webseite haben, das heißt zum Beispiel deine Dankesseite nach dem Download von einem kostenlosen Produkt oder einem Kauf, dann gehst du auf Personen, die bestimmte Webseiten besucht haben. So, dann gibst du hier die Webseite ein, komplett mit HTTP. So, ne, zum Beispiel reutermedia.com.
Und dann wird das nur für diese Seite gemacht. Wenn du natürlich jetzt den kompletten Link hast, dann kannst du, ne, reutermedia.com/danke, dann ist es die Danke-Seite, ne, als Beispiel. Also nochmal. Slash Danke, das wäre jetzt deine Danke-Seite. Dann kommen nur Leute in deine Custom Audience, die in den letzten 90 Tagen, siehst du hier, deine Danke-Seite besucht haben. So, jetzt kannst du deine Zielgruppe noch benennen. Da kannst du sagen, letzte 90 Tage Webseite, Danke-Seite, ja. So, zum Beispiel, wie auch immer du das benennst, ist ja völlig egal. So, und dann klickst du auf Zielgruppe erstellen und schon hast du die Zielgruppe erstellt. Dann dauert das bei Facebook ungefähr eine Stunde, bis die das Ganze abrufen komplett. Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, Facebook aktualisiert diese Custom Audience ständig. Während Lookalike Audience einmal erstellte Lookalike Audience nicht aktualisiert werden, werden Custom Audience immer aktualisiert. Wenn du immer aktuell die letzten 30 Tage deiner Webseitenbesucher in deiner Custom Audience haben willst, dann kannst du alle 30 Tage immer wieder neu eine Lookalike Audience dann auch später erstellen und hast immer aktuelle Daten. Ja, so erstellt man eine Custom Audience, das war's schon. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch und aktiviere die Glocke bzw. abonniere den Kanal, wenn du weitere Business-Themen-Infos bekommen möchtest über Google Marketing, über Facebook Marketing und vieles, vieles mehr, wie man Online-Geld verdient. Hier werden in Zukunft ganz, ganz viele Videos zu diesem Thema wird es geben. Ja, deshalb wäre es schön, wenn du ein Abo da lässt und aktiviere die Glocke, dass du über neue Videos auch einfach informiert wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Das war's mit diesem Video. Wir sehen uns bald. Bye bye.